Hallo und herzlich willkommen zurück bei Satisfactory. Ja, hi. Ich weiß echt nicht, wie immer, wo wir überhaupt stehen geblieben sind. Das ist typisch für mich. Und diese Folge habe ich was ganz, ganz Wichtiges zu verkünden. Ich will gar nicht damit anfangen. Also es ist was Schreckliches, muss ich auf jeden Fall sagen. Also ich habe was Schreckliches zu verkünden, und zwar wird dies wahrscheinlich die letzte Folge fürs Erste sein von Satisfactory, weil mir einfach persönlich die Zeit fehlt für zwei Let's Plays gleichzeitig. Wie ihr wisst, habe ich auf meinem Let's Play Channel zusätzlich Nier Automata laufen. Und was Satisfactory betrifft, es gibt zwei Gründe, warum das meine letzte Folge wird. Einerseits, es kommen jetzt die nächsten paar wirklich sehr, sehr große Updates, wo das Spiel nochmal ziemlich weit voranschreiten lassen. Und des Weiteren gefällt mir die Map nicht. Mit diesem größeren Update werden wir noch unglaublich viel mehr Platz brauchen. Und da geht unsere, so wie wir das alles aufgebaut haben, das funktioniert, glaube ich, leider nicht mehr. Weil, ja, wir haben das nicht so optimal gebaut, wie man es hätte eigentlich bauen können. Und es ist sehr, sehr unübersichtlich. Also ich muss auch sagen, bis ich mal dahin finde, wo ich eigentlich hin möchte, dauert es einfach eine Weile. Ich muss selber immer mal wieder suchen, okay, wo haben wir das jetzt hingebaut und so weiter und so fort. Und ich hätte das gerne lieber ein bisschen, ja, übersichtlicher, das Ganze. Und natürlich auch verbessert und das alles andere auch auf einer neuen Map. Bedeutet, wir machen jetzt noch ein paar kleine Sachen. Wir probieren das hier mit dem Öl aus. Wir haben ja eigentlich so gut wie alles jetzt eigentlich erforscht. Es ist klar, uns fehlt noch da und da eine Erforschung, aber generell fehlt eigentlich nichts mehr, um, ja, wir haben eigentlich so gut wie alles. Wir können jetzt noch da ein paar Kleinigkeiten machen, aber dann endet das Spiel auch in der Ära schon ziemlich weitestgehend. Wir können jetzt noch das mit der Atemmaske machen, dann können wir durchs Gift laufen, aber größtenteils war es das dann auch. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Einfach, meine Priorität liegt einfach aktuell auf Nier Automata. Es macht mir auch unglaublich viel Spaß. Das heißt nicht, dass Satisfactory überhaupt keinen Spaß macht. Natürlich macht mir das genauso viel Spaß wie alles andere auch. Bloß zeitlich haut es einfach bei mir nicht hin. Muss ich einfach sagen, zeitlich habe ich einfach keine Zeit mehr, um noch ein weiteres Let's Play wie jetzt Satisfactory weiterzuführen. Das ist traurig und schade, und wie ihr seht, guckt, der Wagen ist auch schon am Ende. Der fährt nur noch gegen Stein, der ist einfach komplett ausgelastet. Deswegen, ja, ich hätte gern das jetzt noch mit den Computern und so alles gemacht, aber wir machen das dann in der nächsten Season. Das wird, wie gesagt, sicher nicht die letzte Season sein. Ich denke, wir werden auf der neuen Map dann auf jeden Fall neu starten, aber auch nur, wenn es mir dann zeitlich wieder mehr passt als aktuell. Weil, wenn man einfach einen Vollzeitjob hat und gleichzeitig dann diese Aufnahmen macht und du hast eine Freundin, die zu Hause ist, die mich auf jeden Fall auch weitestgehend wirklich sehr, sehr unterstützt, was das betrifft. Die hat überhaupt kein Problem damit, dass ich das immer wieder mache und dass ich hier meine Let's Plays mache, und hört auch sehr, sehr gerne zu, unterstützt mich da wirklich wahnsinnig. Doch, klar, sie hat auch irgendwann ihre Grenzen, wo sie dann sagt, hey, es kann nicht sein, dass du abends heimkommst, anfängst aufzunehmen, zu rennen und sonst was, und dann gehen wir ins Bett, und das tagtäglich. Und ich benutze meinen freien Tag meistens dafür wirklich komplett, nur um Aufnahmen zu machen, und ja, das geht einfach so auf die Dauer nicht, und deswegen muss ich wieder auf ein Let's Play runterstufen. Ich werde immer wieder ein paar Let's Tests natürlich einführen, das definitiv. Ich werde vielleicht ein paar Spiele immer wieder mal reinbringen. Ein kleines Ründle davon oder davon. Das werde ich definitiv tun. Und vielleicht kommt es dann auch so weit, wenn mein Channel wirklich dann mal eine gewisse Reichweite hat, dass ich sagen kann, okay, ich kann runterschrauben. Ich verdiene vielleicht damit sogar Geld und kann halbtags arbeiten. Dann ist das kein Problem, dann werde ich auf jeden Fall wieder zwei Let's Plays nebenher laufen lassen, wenn nicht sogar drei, wenn mir die Zeit dafür reicht, aber aktuell ist es sehr, sehr, sehr schwierig. Es kann, also, was ich mir überlegt habe, alternativ, ich werde jetzt immer wieder mal ein paar Satisfactory vielleicht von der Map noch hochladen, nicht mehr regelmäßig, wirklich nicht mehr regelmäßig,
Vielleicht mal wieder ein, zwei Tage lang nichts, dann kommt wieder mal eine, dann kommt vielleicht zwei, drei Tage wieder welche. Auf dieser Map, wo wir noch ein paar kleine Feinheiten machen, wo wir einfach das, was ich versprochen habe mit den Fabrikatoren, dass wir das vielleicht doch noch fertig machen. Das wäre eine Alternative. Dass ich sage, okay, ich mache das jetzt noch nebenher. Aber nicht mehr so aktiv. Was haben wir eigentlich hier drin? Ach, hier haben wir die Industrie-Beams da. Das könnten wir machen. Damit wäre ich einverstanden. Okay. Jetzt bin ich nur rumgejumpt und habe irgendwie nichts Sinnvolles gemacht, was ich eigentlich tun wollte. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Computern. Nee, was heißt Computern? Doch, Computer. Dafür brauchen wir Kabel, Kunststoff, Schrauben und Platinen. Dafür brauchen wir Kunststoff und Kupfer. Kunststoff kriegen wir aus Öl. Heißt, eigentlich die erste Aufgabe, die ich hier haben soll, ist, ich glaube, ich reiß hier das nochmal ab und fange hier schon an, das zu verwerten. Wir brauchen in dem Fall eine Ölraffinerie, wo wir Motoren brauchen und schwere Dinger. Dafür brauchen wir Fabrikatoren, damit wir diese schweren Modularrahmen. Oh Mann, das wird schon wieder was. Oh Gott, das wird schon wieder was. Wir brauchen als erstes ein paar davon. Dafür brauchen wir unendlich viele Schrauben. Okay. So, und zwei... wo war ich? Hier, Ölraffinerien. Eins mache ich noch, dann können wir es nämlich in drei splitten. Heißt, noch ein paar Schrauben brauche ich. Und zwar so viele, dass hier... Ach, ist schon. Okay. So. Ölraffinerie. Motoren haben wir ja mittlerweile, glaube ich, mehr als genug. Die werden hier produziert. Nehmen wir... Ja, nehmen wir mal ein paar raus. Ölraffinerie. Heißt, wir machen mal drei Stück. Zwar einmal. Boah, die. Wie viel Platz die eigentlich einnehmen? Ist das deren Ernst? Ach nee, uns fehlen Dinger. Stahlrohre. Die werden, glaube ich, produziert, oder? Die haben wir schon automatisiert, wenn ich mich nicht irre. Die Frage ist nur, wo? Ich weiß, dass sie es... Die haben wir schon automatisiert, oder? Hier kommt Stahlbeam. Hier kommen Stahlrohre raus, die wir aber direkt weiterverarbeiten in... Okay, das heißt, wir haben die gar nicht automatisiert. Dann klaue ich hier einfach mal Eisen raus. Einmal zur Werkstation. Stahlrohre. Machen wir mal ein paar. Dass ich die nicht automatisiert habe. Ich dachte eigentlich, wir haben so gut wie jedes Material in automatischer Herstellung. Hab gerade geguckt, ob es kam jetzt noch vor kurzem ein Patch, beziehungsweise der ist noch in der Early-Phase. Den kann man experimentell. Heißt das so? Kann man den schon runterladen? Da verändert sich auch, das ist auch noch ein Grund, da verändert sich die App-Map und bedeutet, diese neue Map bekommst du auch nur, wenn du natürlich auch neu anfängst, weil die verändern die Ressourcenpunkte, wie zum Beispiel das Öl, wird anders platziert, damit es besser greifbar ist. Toll. Das kam jetzt, nachdem wir diese riesige Leitung Das hätten sie sich auch früher einfallen lassen, bevor ich das ganze Zeug baue. Boah, wie riesig die Dinger sind, gell? Machen wir mal, wie wir, na, können wir das machen, so hin? Und das letzte dann von mir aus so hin. Dann splitten wir die drei Sachen mal in Logistik. Förderband Splitter. Der Splitter. Wir nehmen die normalen noch. Das heißt, einmal hier rein,
Einmal hier rein und einmal hier rein. Okay. Dann wird es schon mal in drei geteilt und kommt ihr genug nach, wie ihr seht. Dann wird hier Kunststoff gemacht, hier wird Brennstoff gemacht und hier wird Gummi gemacht. Warte, was aus Brennstoff können wir... Da können wir doch neue Dinger machen, oder? Warte. Dann machen wir hier Brennstoff. Und hier kommt dann Gummi. Und hier wird, glaube ich, Kunststoff gemacht, oder? Nee, hier wird, dann kommt hier Kunststoff rein und hier Gummi. Okay. Und hier Brennstoff. Aus dem Brennstoff können wir ja dann relativ... Da können wir doch Energie erzeugen, oder? Oder was wird aus dem Brennstoff gemacht? Die Dinger brauchen auf jeden Fall so viel Power, dass ich bezweifle, wenn wir das Strom jetzt da anschließen, das wird eine Katastrophe ergeben. Das wird alles lahmgelegt, ich bin mir absolut sicher. Ach, wir versuchen es trotzdem mal. Oh Gott. Ja, sie ist jetzt schon am Ende. Wie viel? Einen. Wirklich einen? Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Okay, ist schon ordentlich. Heißt, wir müssen die Dinge übertakten. Wir haben da, glaube ich, nicht wirklich viele andere Möglichkeiten. Dann schraube ich das drüben wieder zurück. Wir haben ja jetzt Eisenplatten eigentlich mehr als genug. Das haben wir jetzt eine Zeit lang übertaktet. Eigentlich können wir das wieder rausnehmen. Weil das wird wahrscheinlich schon randvoll sein mittlerweile. So schnell, wie wir das übertaktet haben. Das ist dann eher kontraproduktiv. Beziehungsweise wir brauchen es halt nicht mehr. Dann nutze ich die lieber drüben. So, raus. Und raus. Raus. Wir haben ja echt viel hier verbaut. In dem Fall brauche ich es drüben auch nicht mehr. Dann können wir das rausnehmen. Machen es mal auf 100. Hier haben wir jetzt 10. Ich hoffe, das wird jetzt nicht überlastet. Okay. 1:4 weg. Immer noch 1:4. Oh mein Gott, wir haben zu viel weggetan. Dann machen wir hier noch was rein. Und hier noch einen rein. Ganz knapp, aber funktioniert. Okay. Gut, dann haben wir wieder 10 Stück. Die haben wir dann alle in die Kohlengeneratoren rein. Das müsste eigentlich ziemlich gut reichen eigentlich. Sprung. Schaden. So, dann hauen wir hier mal eine, auf jeden Fall eine rein. Noch eine und noch eine. Dann läuft das auf 250%. Ich hoffe halt auch Kohle kommt genug drauf, aber ich glaube, das dürfte nicht so das Problem sein. So, und 3 hauen wir jetzt noch hier rein. 2. Mal sehen, was sagt es. Knapp, aber funktioniert fürs Erste. Okay. Die anderen können wir noch drüben reinhauen. Wir haben ja drüben noch das Kohlekraftwerk. Das können wir ja mit dazu nehmen, rein theoretisch. Weil... Das sind ja jetzt erstmal die Herstellung der Öldinger. Und wir brauchen das nachher noch
für die Manufaktur, diese großen Herstellungsdinger, um die Vierer herzustellen und zu automatisieren. Deswegen kann man die eigentlich da noch mit reinhauen. Dann haben wir da noch ein bisschen Puffer, dann können wir noch ein paar Maschinen bauen. So, soweit, so gut. Eisen, 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 Eisen. Eisen. Das wird hier jetzt produziert. Rohöl wird produziert. Hier wird Gummi produziert. Und hier haben wir Kunststoff. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Weil ich noch nicht weiß, was wir da gleich weitermachen, mache ich mal nicht Logistik, Organisation. Ich mache da mal einen Lagercontainer jeweils hin. Damit es weiter produziert wird und nicht lahm läuft. Also, dass wir da genug Zeug haben letztendlich. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann mich nur nicht ausdrücken. Aber ihr wisst, was ich meine. Können wir theoretisch heute in Dreier. Echt jetzt? Lagercontainer. Ein bisschen weiter rüber. Dann nehmen wir halt... Was macht der? Nein! Wow. Okay, das macht... Ah doch, das macht Sinn. Okay, es funktioniert. Okay, einmal. Zweimal und... Machen wir es ein bisschen rüber. Echt jetzt? Jetzt aber, oder? Danke. Dann wird hier der Brennstoff gelagert. Hier das Gummi und hier haben wir dann den Kunststoff. Rohöl kommt gut genug. Rohöl kommt genug an. Und es kann gar nicht so schnell verarbeitet werden, wie es ankommt. Also das ist schon mal super. Da müssen wir uns überhaupt keine Gedanken machen, dass das mal irgendwann zu wenig wird. Das staut sich gut an. Ah, außer hier, da kann es knapp... Ja, da wird es knapp. Da ist die Leistung nicht ganz ausgeschöpft. Ah, den Brennstoff brauchen wir aktuell sowieso noch nicht. Jetzt ist die Frage. Platinen, Kupferdraht, Computer, Draht, Computer. Also Platinen, wir brauchen eigentlich nur zweimal Kunststoff, wenn ich das gerade sehe. Für was brauchen wir überhaupt das Gummi? Kunststoff wird zweimal benötigt, einmal für den Computer und einmal dafür. Dafür brauchen wir, glaube ich, keinen Gummi. Heißt, wir brauchen jetzt erstmal Draht, müssen wir ranbringen. Irgendwie müssen wir Draht ranbringen. Ich glaube, wir haben ja auch irgendwo eine Kupferader, wo Draht produziert. Die lief, glaube ich, oben entlang. Ja. Die ist, glaube ich, eh nicht voll ausgelastet. Da kommt viel zu viel an. Da wird 10 Draht pro Stator gebraucht. Ich glaube, da können wir was abzweigen. Ja. Da können wir eigentlich was klauen. Heißt hier an dieser geraden Fläche hier. Zweige ich mir mal kurz was ab mit dem Splitter. Nicht wirklich, oder? So, machen wir es so weiter. Okay. Dann nehmen wir hier. Wenn es Kunststoff darüber rauskommt. Boah, das wird richtig übel. Das wird richtig übel, weil hier langsam da... Wir haben uns jetzt hier quasi eingebaut schon fast. Hier kommt das Kunststoff raus. Was wollten wir jetzt eigentlich nochmal machen?
Draht und Kunststoff ergibt was? Und Schrauben brauchen wir auch noch, gell, für die... Für die... wo haben wir es denn? Für die modularen Bahren. Also die großen... Nee, modularen Bahren. Modularen Rahmen. Also Schrauben ist ja eher das kleinste Problem. Das können wir hier holen. Heißt, wenn ich hier jetzt das kurz nehme... Theoretisch kann ich das kurz einschmelzen. Schmelzerei. Habe ich hier irgendwo noch eine Stromleitung? Wie sieht es mit der aus? Ich glaube, ich stelle hier noch mal eine bereit. Das sind die... Was für... Ach, das sind diese komischen Barren. Eisenbarren. Und die können rein theoretisch gleich verarbeitet werden zu Schrauben. Oh ja, langsam wird es hier verdammt eng. Hier hätten wir noch Eisen abzapfen können, sehe ich gerade. Jetzt ist es so. Oh Gott. Kann ich das da draufstellen? Hallo? Tatsächlich? Oh mein Gott, wir brauchen ja erst Eisenstangen dafür. Oh mein Gott, das habe ich ganz vergessen. Dann nehmen wir Konstruktor. Nein, nicht hier. Dann machen wir den einfach mal hier hin. Und den zweiten ungefähr... Das ging doch gerade irgendwo. Genau das meine ich. Uns geht der komplette Platz langsam aus. Heißt, hier machen wir dann Eisenstangen. Strom haben wir hier. Da machen wir einmal da dran. Und es sollte am besten einmal direkt darum rumgehen. Hier machen wir dann gleich all die Schrauben draus. Das ist Draht, wo ich eigentlich... Den Draht, den ich eigentlich wollte. Oh Gott. Förderbandmast. Ich weiß nicht, wie weit kommen wir da hoch? Es gibt für alles eine Lösung, ich weiß es. Hier haben wir doch super viel Platz, sehe ich gerade. Ihr fragt euch bestimmt, was das werden soll. Ich weiß es selber noch nicht. Kriege ich die nicht da hoch? Warum nicht genug Freiraum, bitteschön? Was ist, wenn ich das hier draufstellen will? Okay, das funktioniert schon mal nicht, was ich hier vorhab. Schade. Ich dachte, wir können das so irgendwie dann wieder rüberbauen, aber das nimmt er uns nicht. Ich habe irgendwas Komisches gemacht.
Was ist, wenn wir das so nehmen? Das wird nicht funktionieren, oder? Falsche Taste die ganze Zeit, Mann! Okay, so weit, so gut. So kommen wir wenigstens ein bisschen höher. So können wir das dann... Oh, wie mache ich das... Okay, wir kommen hier zumindest rüber. Die Frage ist, wie soll das jetzt weitergehen? Das letzte können wir uns sparen. Hey, 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 hey! Wo ist das denn gerade? Hier. Warum geht das jetzt nicht? Nicht genug. Wo ist hier bitte schon kein Freiraum? Das ist doch... Einwandfrei an Freiraum. Ging das hier gerade? Das ging hier gerade, gell? Ist genau gesehen. Okay, ist zu steil. Muss ich noch so einen Zwischenstopp reinmachen? Nimmt er mir nicht, sagt es nicht genug Freiraum. Und hier irgendwie höher. Zu steil. Was ist, wenn ich näher hier dran gehe? Ja, okay, ich hab dich. Ich hab dich! So. Das führt jetzt hier rüber. Bin ich nicht talentiert? Ich bin gerade noch überlegen, wo wir das hinbringen. Komm schon! Mann, das macht mich fertig. Jetzt. So, und theoretisch fehlen uns jetzt die Ressourcen. Okay, so weit, so gut. Aber wenn wir hier rüberkommen, nicht scannen, dann können wir hier nachher dann das Kunststoff rausnehmen. Wo haben wir es denn hier? Ich denke, dass wir das dann auch hier zur Seite führen und hier dann weiterbauen. Weil hier haben wir noch ein bisschen Platz über. Und gucken, wie wir dann da weitermachen. Oh mein Gott. Und jetzt, ihr wundert euch, dass ich eine neue Map anfange. Das ist ja katastrophal hier drin. Okay, wir sehen uns auf jeden Fall. Ihr wisst es, unregelmäßiger, vielleicht noch ein bisschen auf der Map. Bevor ich zur nächsten Map wechsle, sage ich euch natürlich Bescheid. Aber hauptsächlich wird jetzt täglich Nier Automata kommen und Satisfactory so
je nach Zeit. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe und Lust und Laune, kommen dann Satisfactory weiter. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und wir sehen uns dann in dem Fall in der nächsten Folge von Satisfactory. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall immer noch dabei und könnt langsam über unsere Produktion staunen, auch wenn ich kein bisschen mehr durchblicke. Auf jeden Fall, wir sehen uns wieder.